Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit euch. Wir feiern hier das Patrozinium, das Hochfest Peter und Paul, Petrus und Paulus, unsere großen Heiligen, die denen eben die Wehrkirche in Bad Schönau geweiht ist. Sie sind auch ganz prominent eben am Hochaltar zu sehen. Ich finde ganz spannend, dass auch die Kirchschlager diese großen Heiligen in die Kirche übernommen haben, eigentlich an ganz ähnlicher Stelle. Aber hier ist der Ort, wo eben seit über 900 Jahren gebetet wird, wo hier eben diese treue Gemeinschaft eben der Christen hochgehalten wird. Denn Petrus und Paulus, sie stehen eben für diese christliche Gemeinschaft. Zunächst jene, die aus dem Judentum erwachsen sind und denen Petrus zuerst vorgestanden sind und dann eben Paulus, der dafür steht, dass sie eben bis in die letzten Winkel, bis nach Bad Schönau, die frohe Botschaft Gottes gekommen ist. Sie beide haben am Anfang unterschiedliche Blickwinkel darauf gehabt, was wichtig ist in der Verkündigung Christi, aber sie haben ein großes Ganzes gebildet, das so stark ist, dass es so in Rom, in der Laterankirche, also der Mutterkirche unserer katholischen Kirche, eben die Köpfe, die Reliquien der Köpfe von Petrus und Paulus zusammengefunden haben. Und wir haben heute zusammengefunden, um uns besonders darüber zu freuen, dass die beiden eben über unser Pfarrleben wachen und uns helfen, wir haben als Christen leben zu können. Manchmal machen wir dabei auch Fehler und wollen den Herrn mit dem Kyrie um Verzeihung bitten. Herr Jesus Christus,
Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht, die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit 2 Ketten gefesselt zwischen 2 Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe und Sandalen an. Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Da ging er hinaus und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Wort des lebendigen Gottes. Mein Sohn, ich werde nunmehr geopfert.
Er wird mich retten und sein himmlisches Reich und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Wort des lebendigen Gottes. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen so? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bar-Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, an diesem besonderen Hochfest. Ich denke, das ist ein ganz großartiges Zeichen, dass gerade hier sozusagen, ja, also wo ich geboren bin, hätte man gesagt, also das muss schon irgendwo sehr in der Einschicht sein. Also hier in Bad Schönau eben, zwischen den Hügeln fast versteckt, aber doch an einem ganz wichtigen Ort eben, dass hier eben schon so lange ein Haus steht, das deutlich macht, ja, hier wird Christus verehrt und eben die beiden, die erst dazu geführt haben, dass es gelungen ist, dass diese Religion überhaupt groß werden konnte. Weil sie sind es, die diese Botschaft Christi, die Botschaft der Auferstehung, die Botschaft der Befreiung und der Erlösung in die Welt getragen haben. Und wenn wir hier eine Kirche haben, die Peter und Paul heißt, dann eben, weil auch hier diese Botschaft angekommen ist und sie hier über viele Jahrhunderte lebendig ist. Es ist ein Haus, das auch dafür gedient hat, Menschen Schutz zu geben. Als immer wieder Überfälle gekommen sind, hat man eben in dieser Wehrkirche auch Schutz gefunden. Es ist ein Ort, der mit viel Freude verbunden ist, von Hochzeiten, Taufen und so weiter. So viele haben das hier gefeiert, aber natürlich auch ein Haus, das mit Trauer verbunden ist, wegen Begräbnissen, aber vielleicht vor allem auch, weil eben nicht immer das mit dem Schutz dieser Wände gut genug geklappt hat. Manchmal sind da eben auch in der Geschichte Opfer zu verzeichnen gewesen. Aber das Haus, es steht fest. Und das bedeutet, dass eben wir hier in der Gegend auch diesen Glauben festhalten wollen und fest weitergeben wollen. Dass es uns wichtig ist, dass Christus eben auch in Zukunft hier sein Zuhause hat. Und dafür ist es wichtig, dass wir es den
beiden Patronen unserer Pfarre eben gleich tun. Da ist zunächst der Petrus, der eben ganz besonders seine Treue Jesus zusagt. Also er steht vielleicht auch ganz besonders dafür, dass wir miteinander Messe feiern, dass wir ja diese Kontinuität halten, dass wir versuchen, eine große Weltgemeinschaft zu sein und eben deswegen auch die Verbindung mit anderen zu halten, die an Christus glauben. Auf der ganzen Welt, über 1 Milliarde Menschen. Und gleichzeitig auch auf den Paulus hören, der eben immer wieder aufruft, wir sollen mutig als Christen leben und in unseren Alltag den Glauben integrieren und eben den Glauben auch ganz handfest und einfach weitergeben. Er hat voll Mut in vielen Gemeinden gepredigt und hat gesagt, freut euch doch, Gott ist Mensch geworden und er hat uns erlöst. Und das ist die Botschaft, die wir eben bei uns in der Gemeinde auch lebendig halten sollen. Und wir sollen darauf achten, dass wir also über die Generationen eben auch diesen Glauben voll Freude und Mut weitergeben und den Mut haben oder das Vertrauen haben, dass den Rest der liebe Gott macht. Nicht alles haben wir in der Hand, ob die Kirche gerade wächst oder weniger wächst, aber wir haben in der Hand, dass wir, die wir heute da sind oder verbunden sind, auch über das Internet, dass wir gemeinsam immer wieder feiern, immer wieder Glauben weitertragen, Glauben lebendig halten. Und dass wir füreinander im Gebet lebendig sind, für alle, die vielleicht ihre Verbindung zu Gott schon ein bisschen verloren haben, zur Kirche verloren haben, dass wir für sie beten, dass wir für die beten, die in unseren Familien schon weniger Zeit finden für Kirche und Glauben oder denen es nicht so eine große Bedeutung mehr ist. Und dass wir im Gebet sind für alle, die uns über die Generationen schon vorausgegangen sind und im Himmel und durch den Himmel mit uns verbunden sind. So dürfen wir an diesem Hochfest, Peter und Paul, uns darüber freuen, dass die beiden und Gott der Herr selbst über uns wachen und uns den Weg ins Himmelreich zeigen. Amen. Peter und Paul haben den Glauben lebendig gehalten und weitergetragen. Das tun wir auch, indem wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er liebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dich, allmächtiger Vater, in deinem Heiligen zu preisen und am Fest der Apostel Petrus und Paulus das Werk deiner Gnade zu rühmen. Petrus hat als erster den Glauben an Christus bekannt und aus Israel heiligen Rest die erste Kirche gesammelt. Paulus empfing die Gnade, tiefe Einsicht und die Berufung zum Lehrer der Heiden. Auf verschiedene Weise dienten beide Apostel der eigenen Kirche. Gemeinsam empfingen sie die Krone des Lebens. Darum ehren wir beide in gemeinsamer Feier und feiern uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände,
Geheimnis des Glaubens. Gedenke auf deine Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und in Ruhe und Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Diener, die auf deine rechte Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst wieder Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Amen. Amen.
gib, dass wir im Brot